down the streets, walking through the night. Every time I pass this way, I feel so warm inside. He's on my back, rises in. Hier ist wieder Tesla-Fan. Heute mit dem dritten Teil der Vorstellung meiner Elektra, dem Model S 60D, der mittlerweile zu einem 75D geworden ist, da ich das Upgrade gekauft habe für 2250 Euro, was herabgesetzt wurde am Ostermontag von 7750 Euro auf 2250 Euro. Gleichzeitig hat Tesla den Model S 75D um gute 10.000 Euro im Preis gesenkt. Hundertprozentig stimmt das natürlich nicht, weil er die das Komfortmodul etwas im Preis angehoben hat. Das Auto entwickelt sich natürlich auch weiter, da sind die Sitze sind anders und also es ist schon wieder ein anderes Fahrzeug, als was ich damals gekauft habe, aber dieses Fahrzeug hat immer noch die Möglichkeit, gefördert zu werden. Das bedeutet, in dem Preis von Tesla ist die Förderung schon drin, aber man bekommt vom Staat noch weitere 2000 Euro. Und wenn man meinen Weiterempfehlungslink nutzt oder einen anderen Weiterempfehlungslink nutzt, kriegt man weitere 1000 Euro, womit man dann insgesamt nochmal 3000 Euro sparen kann. Es ist ein tolles Auto, kann ich nur sagen. Ich bin super zufrieden. Natürlich hat jedes moderne Teil immer Nachteile auch. Und es ist nicht perfekt, nein, aber es bietet eine ganze Menge an Innovationen, die man in anderen Fahrzeugen nicht bekommt. Und da kommen wir gleich zum Thema Innovation. Wir schauen uns an, wie ist die Bedienung des Model S, wenn man am Lenkrad etwas machen möchte. Denn man fährt ja und muss am Lenkrad die Bedienung hauptsächlich tätigen, weil am großen Bildschirm wird man auch mal eine Bedienung machen, aber grundsätzlich gesehen will man die Hände ja am Lenkrad haben. Und welche Informationen bekommt man im Cockpit? Auch das ist heute dargestellt worden in diesem Teil und ich hoffe, er gefällt euch. Wenn er euch gefällt, bitte Daumen ab. Kommentare gerne, ich versuche sie auch zu beantworten. All die Kommentare, worauf ich eine Antwort geben kann, wenn das eine Kritik oder ein Lob ist, worüber ich mich natürlich auch freue, immer, dann nehme ich das teilweise auch nur hin, weil es ist ja die persönliche Meinung, die von euch denn an mich gerichtet wird. Und ich danke dafür, dass ihr euch die Zeit nehmt, dieses zu tun. Also wollen wir loslegen mit der Vorstellung des dritten Teils von meinem Model S 60D. Viel Spaß! Kommen wir jetzt zu den Lenkradhebeln. Hierbei haben wir als erstes oder stellt man als erstes fest, dass viele Hebel und Schalter ähnlich sind wie in einem Mercedes. Das bedeutet, hat man einen Mercedes schon mal gefahren, kommt einem das bekannt vor. Bei diesem Schalter hier ist es so, dass das nach unten drücken vorwärtsfahren ist, nach oben hin drücken ist rückwärtsfahren. Wenn man auf den Knopf drückt, ist Parken oder Pausenstellung. Und in der Mitte ist N. N ist eben wichtig, wenn man in eine Waschanlage reinfahren will, dass man eben auf N schaltet, damit der Wagen mit der Waschanlage mitrollt. Der nächste Schalter ist der Schalter, womit man den Blinker betätigt. Man kann aber auch, oder der ist auch dafür da, dass man eben den Scheibenwischer betätigt. Man kann hier am Ende draufdrücken, dann spritzt das Scheibenwasser und man kann Lichthupe machen bzw. Fernlicht einschalten. Hier unten der kleine Schalter, der ist für das Lenkrad. Das heißt, man kann das Lenkrad reinfahren, rausfahren, hochfahren, runterfahren mit diesem Schalter. Und wenn man diese Veränderung getätigt hat, dann kann man das in das Profil mit einspeichern und hat beim nächsten Mal exakt wieder dieses Profil. Das Profil wird zusätzlich auch dem
Schlüssel zugeordnet oder man kann einem Profil einen Schlüssel zuordnen. Das bedeutet auch, wenn man sich dem Auto nähert mit seinem Schlüssel, verändert sich die Fahrereinstellung. Wenn der zweite Fahrer den anderen Schlüssel nimmt, dann könnte der, wenn der kommt, automatisch in ein Auto einsteigen, was seiner Größe entspricht. Der letzte Schalter ist der Tempomat. Da kann man hier an dem Drehregler dran regeln und wenn man auf die Anzeige guckt, dann sieht man, dann kann man die Entfernung, wie dicht das Fahrzeug auffährt, verändern. Je nachdem, in welcher Fahrsituation es ist, bietet es sich an, diesen anzupassen. Wenn man ihn zweimal drückt, den Schalter, dann schaltet sich das Autosteuern ein und der Tempomat, der distanzabhängige Tempomat, allerdings momentan nur bis 50 Stundenkilometer innerorts und 130 auf der Autobahn. Die Entwicklung geht aber schnell voran. Im Januar erst ist diese Funktion hier abgeladen worden über ein Software-Update und hat vom Prinzip her angefangen mit 35 Stundenkilometer und 70 Stundenkilometer auf der Autobahn und ist mittlerweile hoch bis 130. Dann kommen wir zu dem Lenkrad. Bei dem Lenkrad hat man zusätzlich noch hier zwei Schalter und ein Drehrad und auf der anderen Seite auch zwei Schalter und ein Drehrad, wobei das Drehrad gleichzeitig auch als Taster genutzt wird. In der Mitte ist dann das, wo früher das Tacho war, eine nächste Anzeige, womit man sich auch verschiedene Daten darstellen kann und natürlich wird dort auch die Geschwindigkeit dargestellt. Wenn wir jetzt zu der Lenkrad-Einstellung kommen, dann sieht man hier als erstes das Symbol für die Spracherkennung. Da kann man drauf tippen und dann kann man sagen Play Supertramp, dann sucht er nach der Band Supertramp zum Beispiel. Dann haben wir hier ein Taster, wenn ich den bediene, dann kann man, wenn man hier hinguckt, dann sieht man, kommt eine ganze Menge an Informationen. Diese kann ich jetzt mit diesem Rollrad bedienen. Das heißt, die Information ist da und dann kann ich jetzt rollen und kann die verschiedenen Informationen dort bedienen. Und wenn ich jetzt eine Information haben möchte, wie Lüfter, dann kann ich da drauf drücken. Und dann ist diese Information eingespeichert. Wenn man das jetzt einmal schaut, dann haben wir jetzt im Moment hier den Lüfter vom Prinzip her auf 5. Und nun kann ich den Lüfter hier hin und her drehen durch das kleine Drehrad, was ich hier vom Prinzip her drehe. Dann habe ich auf dieser Seite die zwei Pfeile, womit ich die Musik verfahren kann. Das heißt, ich kann sozusagen dann die Sender verstellen oder bei Musikstücken weiterspringen. Und ich habe die Lautstärke, die ich einstellen kann an diesem Rad. Auf der Anzeige sieht man einmal das Fahrzeug. Hier würde dann auch die Geschwindigkeit angezeigt werden. Dann hat man auf der anderen Seite die Kilometerstände, die dann dort angezeigt werden. Und man hat die Musik. Das ist aber nicht fest. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier hingehe und ich drücke auf diesen Drehregler drauf, dann erscheint im Bild mit einmal mehrere Symbole. So, und jetzt kann ich verdrehen diese Symbole. Dann kann ich zum Beispiel auf Uhr gehen, kann da drauf auf diesen Taster drauf drücken. Drücke ich auf den Taster her drauf und dann sehe ich, jetzt habe ich eine Uhr an der Stelle, wo ich vorher den Trip gesehen habe. Dann gibt es Media, dann
habe ich hier jetzt die Media-Einstellung, wenn ich sie gerne auf der Seite haben möchte. Allerdings hat dann automatisch die Media-Einstellung von der anderen Seite gewechselt, weil man hat immer nur einmal eine Einstellung im Bildschirm. Dann kann ich wechseln auf Energie. Das heißt, ich habe einen kleinen Energiebildschirm da drin, der mir immer anzeigt, welche Energie ich verbrauche. Und hier sieht man dann auch immer den Verbrauch hoch und runter gehen. Und wenn man so Striche hat, dann bedeutet es, er geht nicht in diese Region hinein. Und wenn man auf der anderen Seite Striche hat, dann kann er eben auch nicht mehr Energie ziehen als bis zu dieser speziell angegebenen Region. Dann kann ich auf den Trip gehen. Reifen. Druckanzeige, das heißt, er ermittelt dann auch die Reifendruckanzeige. Dafür muss ich mich allerdings bewegen mit dem Fahrzeug. Und ich kann auf das Telefon hingehen, wenn ich das möchte. Kommen wir zur anderen Seite, zum Drehregler. Auf diesem Drehregler kann ich jetzt auch längere Zeit drauf drücken und dann habe ich auch die Auswahl dort und kann verschiedene Informationen mir anzeigen. Media zum Beispiel. So, jetzt habe ich dann die Musik, die ich dort anzeige. Diese Anzeige verändert sich, aber sobald ich bei Navigation eine Adresse einstelle, sehen wir, zum Beginn der Route in den Gnäderkuhlenweg. Sieht man, dass jetzt dort die Navigation angezeigt wird an der Seite. Das bedeutet also, die linke Seite zeigt mir eine Navigation an. Auf der rechten, auf dem großen Bildschirm, haben wir jetzt die Navigation, die man hier eben schauen kann. Auf der linken Seite ist die Navigation mit einem Gerät von Navigon zusätzlich abgesichert. Das bedeutet, wenn der Hauptbildschirm keinen Empfang hat, ist immer noch ein interner Navigator drin, der auf dem kleinen Bildschirm weiterarbeitet. Der Tesla. Tesla ist ein wirklich modernes Fahrzeug, was der Zukunft gerecht wird. Es ist ganz bestimmt noch kein perfektes Fahrzeug, aber es fährt sich super. Man kommt mit diesem 60er immerhin gute 250 Kilometer weit, auch auf der Autobahn. Man kann bis zu 210 Stundenkilometer schnell fahren. Man ist von 0 auf 100 in 5,4 Sekunden. Also ein kleiner Sportwagen. Wenn man sich die Batterie dann noch upgradet zu der 75er, dann kommt man auf 225 und man gewinnt realistische 50 Kilometer dazu. Das heißt, man erreicht die 300 Kilometer Marke, was schon sehr, sehr gut ist. Natürlich immer noch ein Unterschied zu einem Mercedes oder Audi mit einer Dieselmaschine, mit der man 800 oder 1000 Kilometer fahren kann. Allerdings, ich persönlich mache gerne mal eine Pause zwischendurch. Wenn ich 200 Kilometer gefahren bin, dann habe ich irgendwie das Bedürfnis, mal kurz auf die Toilette zu gehen, einen Kaffee zu trinken. Und wenn ich das Fahrzeug lade, dann benötige ich zwischen 30 und 40 Minuten an solchen Stopps, um wieder weiterzufahren. Der 60er benötigt etwas mehr Zeit, da ich nicht in dem schnellsten Bereich laden kann. Wenn man mit dem 75er fährt, hat man natürlich noch ein kleines bisschen mehr Reserve und kann teilweise einen Supercharger weiterfahren. Insgesamt kann man nur
empfehlen, sich ein Elektroauto zu kaufen, wenn man finanziell in der Lage ist dazu. Die Elektrofahrzeuge sind heutzutage noch teurer. Ein Renault Zoe zum Beispiel liegt schon in einer Möglichkeit mit etwas über 20.000 Euro. Die Nebenkosten sind wesentlich geringer bei einem elektrischen Fahrzeug. Daher glaube ich, ist es der richtige Weg, sich dafür zu entscheiden. Ich danke euch, dass ihr wieder zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal, euer Tesla-Fan. Maybe skies become yellow, maybe green. Everything around has color from my heart. Everyone can dream.